Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Peace and Justice, herzlich willkommen zu DSD Design Midnight Ficker Feature Folge 277. Auch nur was Kurzes, beziehungsweise was Günstiges. Und zwar sind die mir auch in so einem Billigladen, wo es ja ab und zu immer schöne Star Wars Sachen gibt. Teilweise sind die dann auch aus England und so, weil das eine englische Company ist, etc. Und zwar hier zwei so Mini Lego Star Wars Bücher über die Figuren. Und zwar einmal für 50 Cent und für 30 Cent. Geil. Sie gibt es eh nur ein paar Seiten, aber ich finde es ganz interessant, weil das muss auch so eine Box sein. Guck mal, das ist von DK, das war wahrscheinlich eine Box, wurde in dem Laden wieder, das ist ja öfters, dass da einfach mal Packungen offen sind, die blagen, ne? Reißen da rum, guckeln oder vielleicht zockt es auch einer. Letztens gab es halt so Star Wars Bücher wieder mit Geräuschen, da war so ein kompletter Palm bei. Wurde ganz zu jedem Dings, habe ich auch mal bei der Toy Tour, bei so einem Video gehabt halt. Ja, auf jeden Fall fehlte dann das Elektronikgerät. Die Bücher dann selber waren, glaube ich, 6 Stück, 9 Stück, gab es dann für unter 10 Euro, alle zusammen, aber das Teil war nicht dabei, auch scheiße. So, so wird hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Hier hast du halt, aber ich finde es ganz, ganz nice, weil, ja, du hast halt hier schön so die Charakter drin. Ich bin jetzt nicht so der Lego-Sammler, aber einfach mal die Figuren so zu sehen und so, das ist schon ganz, ganz cool. Also bockt sich auch, ich meine, wenn man damit noch angefangen hätte, dann musst du auch seit, was gibt es jetzt, 20 Jahre Lego Star Wars, ne, genau. Passend jetzt dann auch zu Episode 1. Na gut, hier ist natürlich jetzt viele neue Charakter, ganz Neo-Scheiß halt, ne? Aber klassische Sachen waren ja auch drin halt, hat man gerade vorne gesehen, ne? Ich hoffe, man erkennt ein bisschen was, das nicht zu viel spiegelt hier. Ja, das war das eine Buch hier schon. Aber wie gesagt, für die paar Cent, da kriegst du ja kein Bier für die 30 Cent. Und hier ist halt geil mit Sticker, weil das hat Folgendes auf sich. Warte mal, wir gucken mal. Ne, du machst auf und hast Beschreibung zu den Charakteren, aber, ich guck mal ein bisschen näher, ja, es sind gar keine Figuren drin. Die sind aber hier in der Mitte, ich dachte erst, das wäre auch geklaut worden, aber ich lasse das so, ich klebe das auch nicht rein. Hier hast du nämlich schön die Sticker dann für die einzelnen Figuren, die halt hier überall beschrieben sind, oder sagen wir mal Fahrzeuge auch, ne, Vehicles, Starships, whatever. Das ist halt hier alles drin. Und ja, ist natürlich schön, jetzt den Bogen so zu lassen. Wahrscheinlich im Laufe der Jahre fallen die eh ab. Soll ich die jetzt reinkleben? Gut, ich meine, für die 50 Cent kann man es natürlich auch reinkleben. Dann hat man das wenigstens auch komplett, aber ja, ich bin noch unschlüssig, ob ich es reinklebe, obwohl hier geil ist. Hier ist eigentlich Jabba's Barke. Dann wäre das hier zwischen auch mal raus. Dann könnte man die an einem Stück sehen. Aber hier so ein bisschen. Weil die Themen sind eh wild zusammengewürfelt, wie man sieht. Aber alles Klassiker, ne? Rebel Heroes. Also wenn es da Rebel Heroes von gibt, gab es bestimmt in diesem Sammelsurium, was auch immer das hier war, Kompendium, waren wahrscheinlich noch mehrere drin. Ne? Weil wahrscheinlich wieder so ein ganzer Stapel halt, irgendwie so eine Box halt, sonst würden sie die jetzt nicht für 50, 30 Cent raushauen, weil das einfach auseinandergefügt worden ist, das Ding. Schade, ich hätte gerne die anderen Sachen von DK noch dazu. Vielleicht finde ich sie nochmal, vielleicht gehe ich heute nochmal auf die Jagd. Und ja, wollte ich das nur kurz mal mitteilen, dass man auch für ein paar Cent Sachen kriegt, obwohl ein Star Wars Becher hatten sie auch noch da für 30 Cent. Mit dem Stormy drauf, R2 halt und so, habe ich aber schon. Ich dachte, ja, jetzt noch einen holen. Hätte ich eigentlich machen sollen, hätte man wieder verschenken können. Habe ich aber nicht. Ich gucke nachher nochmal, gucken, was der DSD noch so findet. Ansonsten dann, ja, wenn das hochgeladen ist, habt ein vernünftiges Wochenende, übersteht die Karnevalszeit gut. Und zieht nach Karneval wieder eure Stormtrooper-Rüstung an oder eure Jedi-Roben drüber, falls ihr sonst inkognito rumlauft. Dann demnächst, ne, wir haben ja jetzt März, dann am 10. März ist im Dortmunder Zoo wieder ein Star Wars-Event, Star Wars-Tag, auch mit Dr. Who-Leuten, eventuell auch Trekkies. Wird bestimmt lustig, ich werde da auch noch jemanden treffen, mit dem ich dann auf die Tour gehe. Ihr könnt gespannt sein. In diesem Sinne, Peace and Justice, reingehauen, weiß nicht, kauft euch Lego-Sachen. Was auch immer, ey. Geht ein Bier trinken. So, tschüss.
ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.